Die Operation Libero ist eine politische Bewegung. Wir sind keine Partei. Wir setzen uns ein für die Schweiz als Chancenland des 21. Jahrhunderts. Wir sagen, die Schweiz soll kein Freilichtmuseum werden. Ein Freilichtmuseum, wo am besten noch das Schild dran hängt, bitte nicht berühren. Nein, die Schweiz ist ein dynamisches Land, ein weltoffenes Land, ein vernetztes Land. Wir stehen ein für unsere humanitäre Tradition und auch für Pioniergeist. Wir denken, das hat eigentlich die Schweiz so erfolgreich gemacht und wir möchten, dass das die Schweiz auch in Zukunft prägen wird. Wir haben ganz bewusst eine politische Bewegung gegründet, die überparteilich ist, weil wir nicht einzelnen liberalen Kräften in den verschiedenen Parteien, die es gibt in der Schweiz, das Wasser abgraben möchten, bei Wahlen beispielsweise, sondern eigentlich sich da eher bestärken möchten, indem sie zum Beispiel auch Mitglied der Operation Libero und gleichzeitig Parteimitglied sein können.